Eigentlich wollte ich ein Video machen zu dem Thema Auswandern nach Portugal, aber irgendwie passt das nicht zu der aktuellen Weltsituation. Ich glaube nicht, dass momentan irgendjemand ans Auswandern denkt und sehr froh ist, dass er in seinem eigenen Land ist, wenn das nun so ist. Und da möchte ich jetzt aber auch nicht näher drauf eingehen. Ich dachte mir einfach, ich drehe ein Video, wo ich so ein bisschen über was Lockereres rede. Und zwar über bekannte Sprichwörter und Redewendungen in Portugal bzw. an der Algarve. Weil mir wurde gesagt, dass diese Redewendungen eher an der Algarve benutzt werden. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig stimmt. Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ihr mir gerne einen Daumen nach oben lassen dürft, wenn euch das Video gefällt. Und ich fange an mit dem ersten Sprichwort. Tirse a faca e o queijo na mão. Also das Messer und den Käse in der Hand haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich denke, es ist schon ein bisschen selbsterklärend, aber man muss auch so ein bisschen den Kontext sehen, wenn man dieses Sprichwort anschaut, beziehungsweise es ist eher eine Redewendung, also diese Redewendung. Also wenn jemand sagt, er hat das Messer und den Käse in der Hand, dann meint er damit, dass er alles im Griff hat. Also das ist jetzt so, würde ich mal sagen, die Bedeutung dieser Redewendung. Ein Sprichwort, was man auch in Portugal oft hört, ist um olho no peixe, o outro no gato. Und das ist jetzt auch nochmal besonders an der Algarve, weil es da ja auch sehr, sehr viele Fischer gibt. Also ich denke mal, es geht darum, dass die Katzen gerne Fisch essen und somit hat man ein Auge auf dem Fisch, also was man ja selber auch fangen möchte, und ein anderes Auge auf der Katze, das selber nach dem Fisch ausschaut. Also ich glaube, das heißt einfach, dass man besonders aufmerksam ist und ja, vielleicht auch sogar ein bisschen misstrauisch. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Dieses Sprichwort finde ich auch noch so ein bisschen, weiß ich nicht. Kann man vielleicht noch was anderes rausholen? À noite todos os gatos são pardos. Und das heißt, in der Nacht sind alle Katzen dunkel. Und ich denke, dass damit gemeint ist, dass man eben nachts besonders aufpassen soll, beziehungsweise in bestimmten Situationen besonders aufpassen soll. Aber ich werde jetzt nochmal selber googeln, was genau das bedeutet, weil ich weiß nicht, ich komme da jetzt irgendwie selber nicht drauf. Also im Internet steht tatsächlich, dass es heißt, dass man nachts nichts sehen kann. Ja, finde ich schon ein sehr interessantes Sprichwort, aber ja, ist halt so. Und das nächste Sprichwort heißt A pensar morreu burro. Denkend ist ein Esel gestorben. Also, dass man einfach nicht zu sehr über die Dinge nachdenken soll, sondern einfach mal machen soll oder sie in Ruhe lassen soll, weil zu viel Nachdenken bringt sowieso nichts. Quem desdenha quer comprar. Das heißt, wer was nicht mag, der möchte es kaufen. Also das ist eben, kann auch oft passieren, dass jemand total schlecht über irgendwas redet und dann in Wirklichkeit das eigentlich kaufen möchte, also das dann eigentlich doch selber haben möchte. Oder jetzt mal über Personen gesprochen, wenn jemand sehr schlecht über jemand anders redet oder über einen Aspekt von dem Leben eines anderen, dann möchte er vielleicht manchmal, dass es eigentlich in seinem eigenen Leben auch so ist. Ist es aber nicht und deswegen redet diese Person schlecht darüber. Grão a grão enche a galinha o papo. Dieses Sprichwort musste ich mal, glaube ich, in der 6. Klasse erklären und deswegen kann ich mich da sehr gut dran erinnern. Da mussten wir einfach so verschiedene Sprichwörter vorstellen und das war ein Sprichwort, was ich genommen habe. Und das heißt auf Deutsch, Getreide nach Getreide füllt das Huhn den Mund auf. Ich finde, die Erklärungen dieser Sprichwörter sind auf Deutsch alle schon ein bisschen witzig. Ja, also das heißt eben, dass man die Sachen Stück für Stück machen soll und nicht alles auf einmal, weil zum Beispiel das Huhn auch nicht das ganze Getreide auf einmal isst, sondern eben nur Stück für Stück. Dieses mag ich auch sehr, sehr gerne. Das heißt, quem tem telhados de vidro, não atira pedras ao vizinho.
Also, wer ein Glasdach hat, der soll keine Steine zu seinem Nachbarn werfen. Ja, weil es dann eben sein kann, dass der Nachbar auch ziemlich schnell Steine zurückwirft. Und wenn man ein Glasdach hat, dann kann das sehr wahrscheinlich ziemlich schnell kaputt gehen. Also, dass man nicht so schnell über andere urteilen sollte, wenn man selber ein sogenanntes Glasdach hat und selber vielleicht auch nicht ganz so perfekt ist, wie man vielleicht manchmal sagt oder es zeigen möchte. Und dieses hier ist auch sehr ähnlich, beziehungsweise es hat eine ähnliche Bedeutung wie das andere. Non gozes com o mal do teu vizinho, que o teu mal venha caminho. Und das heißt, dass man sich nicht lustig machen soll über Sachen, die deinem Nachbarn passieren, also blöde Sachen, weil dann kann es sein, dass eben auch diese blöde Sachen ganz schnell dir passieren. Finde ich auch irgendwie ein schönes Sprichwort. Es gibt ja Sprichwörter, die sind so ein bisschen komisch, aber diese beiden, ich denke, da kann man schon was draus lernen. Und das Letzte, was ich habe, ist eher eine Redewendung als ein Sprichwort. Und das heißt Metzal gross pur cima. Also man soll einfach grobes Salz drüber geben. Und das ist momentan in Portugal auch, glaube ich, sehr gehypt, dieses Sal gross pur cima. Ich weiß gar nicht so richtig, was das heißt, aber ich glaube, das heißt, dass man chillen soll und dass man über die Sachen nicht so sehr nachdenken soll. Ich weiß nicht genau, was Metzal gross pur cima heißt, aber ich denke mal, es ist das. Also zu all dem, was ich jetzt gesagt habe, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren sagt, was ihr über die Redewendungen oder über diese Sprichwörter denkt, weil manchmal interpretiert man die Sachen ja auch ein bisschen anders. Deswegen gerne ab damit in die Kommentare. Lasst mir auch sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich werde jetzt hier an der Seite noch mein letztes Video über Redewendungen lassen. Auch noch das letzte Video von mir allgemein. Abonniert meinen Kanal auch gerne, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis bald hoffentlich. Tschüss!